Warner Interactive Entertainment. Interactive Binary Illusions. Ein verlassenes Lagerhaus in Buenos Aires. Ungefähr im Jahre 1949, 11.58 Uhr und 36 Sekunden. Tja, King. Du weißt ziemlich gut, wie man Frauen unterhält. Ach, das war ja nur ein Abendessen und Kino. Und woher sollte ich wissen, dass er so sauer wird? Big Hugh mag es eben nicht, wenn man mit seinen Mädchen ausgeht. Aber wir können jetzt nicht viel tun, Joe. Tja, Rita, gehen wir doch einfach. Hast du das gehört? Was gehört? Sparky! Du kennst ihn! Steh doch da nicht so herum! Wir müssen hier weg, bevor Big Hugh kommt! Zu spät! Ich bin euch immer einen Schritt voraus! Männer! Tötet sie! Hey, pass auf deine Hände auf! Holt sie euch! Ich will sie tot! Diesmal wenigstens. Puh, das war knapp. Ich überlasse es dir, King. Du weißt bestimmt, wie man die Nacht entsprechend beendet. Mist. Fast hätte ich vergessen, dass ich Faye Russell, die bekannte Schauspielerin, in knapp 8 Stunden abholen muss. Komm, Sparky, auf geht's. Werde ich dich wiedersehen? Nur wenn du Glück hast. Oh, ist das toll. Von 1995. Flight of the Amazon Queen. Das Spiel gibt's aber umsonst, weil GOG. Zumindest habe ich es daher. Ich hab's schon die ganze Zeit auf meiner Liste gehabt, aber noch nie gespielt. Jetzt ist das erste Mal, dass ich dieses Spiel überhaupt nur gestartet habe. Ein bisschen ist es wirklich wie die alten Indiana Jones Spiele oder wie Monkey Island. Na, mir gefällt das irgendwie. Warte hier, Sparky. Ich gehe nach oben und hole Miss Russell. Anderson, was machst du denn hier? Und wo ist Miss Russell? Du Dummkopf, King. Hast du ehrlich gedacht, ich würde dich Faye Russell fliegen lassen? Die schönste Schauspielerin aller Zeiten. Und dann auch noch in den Amazonas-Dschungel? Eigentlich ja. Ich habe einen gültigen Vertrag. Du bist ja noch dümmer, als ich dachte. Spaß beiseite, Anderson. Ich muss sie rausfliegen, bevor der Sturm losgeht. Das Flugzeug ist vollgetankt und startklar. Diesmal nicht, King. Ich nehme das Geld und das Mädchen. Aber sie ist meine Lieblingsschauspielerin. Außerdem könnte ich mein Flugzeug verlieren, wenn ich das Geld nicht bekomme. Dann hat die Flying Dutchman Airlines weniger Konkurrenz. Ich werde Faye zu ihrem Fototermin an den Amazonas fliegen und den ganzen Ruhm ernten. Bald bin ich der König der Lüfte. Hey, das kannst du nicht machen. Oh, du kannst ja versuchen, hier wieder rauszukommen, King. Man sieht sich. Tja, ich muss meinen Flieger schaffen. Die ist zu. Meine einzige Chance, die schönste Schauspielerin der Welt kennenzulernen, hat sich eben in Luft aufgelöst. Und jetzt sitze ich hier gefangen in diesem billigen Theaterhotel in Rio. Ich schätze, ich muss hier irgendwie rauskommen. Hat er gemacht, der andere. Ich bin der Beste, ich bin der blonde Typ. Thank you.
Jetzt habe ich nochmal kurz meine Aufnahme angehört, um zu sehen, ob ich, was ich leiser machen muss und lauter machen muss. Ich glaube. Ja. Ich glaube, so ist das angenehmer. Ich teste nochmal ganz kurz, um zu sehen, ob das mein Ton ist nicht zu laut ist oder zu leiser. Naja, passt schon. Kleines bisschen mache ich noch nach unten. So, jetzt geht's auch wirklich los. Also, jetzt habe ich es noch nicht gesagt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, einem neuen Spiel. Wie man sieht, man eigentlich mal nur das Hauptmenü. Flight of the... Wie heißt das Spiel? Flight of the Amazon Queen. Ah, ich hab's eben vorgelesen, vergessen. Na gut. Das Spiel ist, wie gesagt, glaube ich, von 98. Oder? Ich muss mal kurz gucken. Ne, 95. Ist halt wie Monkey Island, die alten Teile, oder halt Indiana Jones. Indiana Jones hatte ich auch mal die ersten Teile gespielt. Der letzte Kreuzzug und der Fate of Atlantis. So, mal gucken. Ich habe vorhin euch mal kurz gestartet und getestet. Aus diesem Raum bin ich rausgekommen. Mal gucken. Immer durch die ganzen Sachen, wie es früher war, mit Bewege und Sprich und Mach und Tu und Drücke. Erstmal prüfen wir das Fenster. Noch nicht mal mein Kumpel Sparky kann mich hören. Ach Sparky, was machst denn du, Sparky? Na komm, benutzt doch. So. Ich hatte schon immer was für Brünette übrig. Und Blondinen. Rothaarige natürlich auch. Rothaarige natürlich auch. Poster. Hey, die Frau ist ja ein Typ. Hätte ich fast nicht gemerkt. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der hübscheste Pilot im ganzen Land? Hoi, das könnte eine ganze Piratenkiste mit einem Schatz sein. Aber... wie ich mein Glück kenne, sind nur Bettlaken drin. Also ich will mich wirklich meine Kinder zurückversetzen mit den Indiana Jones, der letzte Kreuzzug oder Indiana Jones, der Väter von Landes. Das war von der Grafik wirklich genauso wie hier. Und wirklich, ein Pixel ist, ist halt, ja, das sind die Augen, zwei Pixel, ungefähr sind die Nase, naja, Mund sieht man jetzt eigentlich gar nicht, außer wenn sie mal sprechen. Und auch wie die alten Spiele. Deutsche Spiel, was man war, von irgendeiner Bundesaufklärungskommission Dunkle Schatten, falls es noch jemand kennt, gegen Rassenhass und Diskriminierung und sowas, waren auch Rollenspiele gewesen. Das weiß ich nicht noch. Waren auch ungefähr in der Zeit, oder vielleicht von 98 ungefähr, waren auch nicht schlecht gewesen als Rollenspiel, als Point-and-Click-Adventure waren die auch toll gewesen. Kann man nicht anders sagen. Das ist der Koffer vom großen Makam. Sieht so aus, als ob er hier gewesen wäre. Und ich meine nicht auf Urlaub. Da, 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 da. Der große Makam, was? Das Einzige, was er hat verschwinden lassen, war meine Freundin. Der große Makam, ich bin der große Makam. Hey, hier ist ja mehr Metall als an einem Sherman-Panzer. Sherman-Panzer? Oder lieber ein Tiger oder ein Panther. Das soll wohl noch jemand waschen. Ja. Pop. Ist ziemlich gut an der Wand befestigt.
Aber warum braucht jemand einen Heizkörper im sonnigen Rio? Weil es halt nun mal so ist. Moment mal, hier ist etwas drunter. Ja, hier sieht man die Umrandung. Ah, ich habe vorhin schon gesehen, also für mich eben, als ich schon mal getestet habe wegen der Aufnahme, ob es klappt oder nicht so. Überhaupt jetzt, ob der das aufnimmt. Aber ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, der macht das ja mit Kampf VM über das Programm hier, das Spiel hier angezeigt. Das ist immer die Frage, ob das funktioniert oder doch. Geht schon. Denn bei DOSBox teilweise, wenn man das wieder nutzt, manchmal geht's, manchmal nicht. Oder zumindest bei mir war es so. So, nimm. Anderes Lager. Ich kann da unten einen Raum sehen. Aber es ist zu gefährlich, um runterzuspringen. Es ist zu gefährlich, um runterzuspringen. Kombiniere Laken und Locken. Dieses Seil ist wirklich lang. Ich weiß noch nicht, für was die Perücke ist, aber... Benutze Lakenseil mit Heizkörper. Das habe ich ohne Komplettlösung geschafft. Ich gebe zu, ja, ich habe eine Komplettlösung ausgedruckt. Der Trick. Der manchmal, bei solchen alten Adventures, kommt man auch ewig nicht drauf, was man machen soll. Und ehe ich da, sage ich mal, das nicht schaffe, mache ich los, notfalls ich nicht weiterkomme. Komplettlösung erlegen. Also ja. Das finde ich ehrlich gesagt, meine ich mal doch besser. Weil bei den alten Larry-Teilen, Yacht noch Liebe, da war es genau dasselbe. Manche Rätsel waren für mich sowas von unsinnig gewesen. Da bin ich dann selbst mit der Komplettlösung später nicht drauf gekommen, warum das jetzt so ist. Wo man manchmal gedacht hat, naja gut, es ist halt, weil es halt ist, aber warum? Da war es bei mir auch schon so. Alles komplett unlogisch gewesen. Pappbusen. Laken. Maske. Werkzeuge. Schwerter. Masken. Cocktailschirmchen und Brecheisen. Ich komme nicht dran. Dann schieb dir das Ding hier. Nimm die Lader. Warum in aller Welt sollte ich das tun wollen? Dann... bewege Lader. Bewegen wir sie nochmal. Achso, jetzt schiebe ich sie wieder zurück. Na gut. Benutze die Lader. Scheint nicht zu funktionieren. Gib die Lader. Nee. Prüfe Lader. Das hat Räder. Oh, das ist schön. Ei, sowas nenne ich hässlich. Komisch. Die sind ja aus Gummi. Ich komme nicht dran. Nimm, so Quatsch, prüfen, gib, bewege, schließe. Und schließe, die Lader, sag Quatsch. Scheint nicht zu funktionieren. Sollst du die blöde Lader einfach nur benutzen? Benutze. Das hat Räder. Ja, das ist schön, das sollst du benutzen. Scheint nicht zu funktionieren. Scheint nicht zu funktionieren. Scheint nicht zu funktionieren. Dann schieb das halt nochmal weg. Benutze jetzt endlich die Lader. Scheint nicht zu funktionieren. Dann nimm die Lader. Warum in aller Welt sollte ich das tun wollen? Dann gib mir die Lader. Das müsste ich zuerst nehmen. Rede mit der Lader. Hallo? Ich bekomme keine Antwort. So ein Quatsch. Vielleicht klettert ja der Blödmann ja automatisch drauf jetzt. Ah, naja, gut. Toll. Die sind ja aus Gummi. Das hätte ich mir denken können. Super. Genau das, was ich brauche. Eine Kiste mit Gummispielzeug.
Das sind diese kleinen, niedlichen Dinger, die man immer in teuren Drinks hat. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, glaube ich. Das ist das Standardthema bei Andersons Typen. Ich nehme erstmal alles mit, was ich nehmen könnte. Ich glaube nicht, dass ich das brauche. Dann nimmst du halt ein Schwert. Ich glaube nicht, dass ich das brauche. Nimm Gummiwerkzeug. Ich glaube nicht, dass ich das gebrauchen kann. Nimm Schirmchen. Warum in aller Welt sollte ich das tun wollen? Weiß nicht, weil manchmal solche Sachen nie Sinn ergeben. So, Brecheisen ist sinnvoll. Oh, Papu ist auch mitgenommen. Weiß wohl nicht, was er damit soll jetzt, aber na gut. Warum in aller Welt sollte ich das tun wollen? Ich komme ja nicht drauf, also bewege ich das Ding nochmal. Nimm Maske. Warum in aller Welt sollte ich das tun wollen? Nimm Bettlaken. Warum in aller Welt sollte ich das tun wollen? Na, gehen wir mal zur Tür. VIP-Tür. Benutze Tür. Scheint nicht zu funktionieren. Prüfe Tür. Ich sehe nichts Besonderes. Gib Tür. Das müsste ich zuerst nehmen. Bewege Tür. Lässt sich nicht bewegen. Bewege Tür nochmal. Lässt sich nicht bewegen. Öffne Tür. Es ist verschlossen. Nutze Frischstange mit Tür. Keine gute Idee. Ich könnte unnötigen Schaden anrichten. Da gehen wir halt da oben lang. Nur den Besen noch mit. Nehmen wir den Besen mit. Hey, ich hab da voll hier hinzugehen. Langsam wieder mitnehmen eigentlich. Warum in aller Welt sollte ich das tun wollen? Weiß ich doch nicht, warum du das tun willst. Geh bitte zur Tür und nerv mich nicht länger. Das sind die beiden Typen, die uns aufhalten wollen, glaube ich. Und Eddie. Speichere lieber mal ab. Eintrag machen. Was weiß ich. Eins nenne ich das. Ja. Hat er jetzt gespeichert? Eintrag lesen. Ah ja, doch. Er ist einer von Andersons Blödmännern. Mehr Muckis als Hirn. Der ist doch kleiner als du. Er ist einer von Andersons Blödmännern. Mehr Muckis als Hirn. Hey, du! Wer? Ich? Ja, du! Du sollst eigentlich oben sein, ist das nicht so? Ich weiß nicht, wie du aus deinem Zimmer entkommen bist, King. Aber diesmal mache ich es schwer für dich, das Gebäude zu verlassen. Ach ja? Was willst du denn tun? Mir meine Kleidung wegnehmen? Keine Sorge, King. Auf deine Kleidung passen wir gut auf. Hey, Jungs, ihr könnt mich doch nicht einfach hier lassen. Ich und mein vorlauter Mund. Eintrag lesen. Da laden wir halt. Auf dem Namensschild steht Lola. Ach, er sieht ziemlich arrogant aus. Ziemlich dick, scheinbar. Und Shellboy.
Hallo, ich bin Mike Laris, der Hotelpage. Wie kann ich dir helfen? Gibt es eine Hintertür zu diesem Laden? Nur den Haupteingang. Hier kommt jeder rein und hier geht auch jeder raus. Warum willst du das wissen? Ich möchte einen Überraschungskuchen für Rico reinbringen. Er hat nämlich Geburtstag. Oh, ich dachte, den hätte er letzten Monat gehabt. Tja, nun, vielleicht solltest du warten, bis er Mittagspause hat. Wie lange arbeitest du schon hier? Ungefähr 6 Monate. Mein Onkel besitzt dieses Hotel mit Anderson zusammen und er hat mir den Job besorgt. Anderson gehört dieses Hotel. Anderson ist Mitinhaber. Onkel E.A. gehört die andere Hälfte. Anderson benutzt das Geld von dem Hotel, um seine Fluglinie aufzubauen. E.A.? Electronic Arts oder was? Sind heute Sondervorstellungen? Ja, Lola hat bald ihre allabendlichen Auftritte. Diese Show sollst du nicht verpassen. Die Frau ist eine Wucht. Hast du Faye Russell hier gesehen? Ja, klar. Sie ist vor kurzem mit Anderson weggegangen. Sie ist wunderschön, nicht wahr? Anderson hat's gut, dass er mit ihr zusammen sein darf. Danke für die Auskunft. Schon gut. Wegen des Schlüssels auf deinem Tisch. Ja, und? Hast du noch einen, den ich haben kann? Nein, und selbst dann würde ich ihn dir nicht geben. Der Schlüssel gehört Miss Lola und sie mag es nicht, wenn Fremde reinplatzen. Wegen des Schlüssels nochmal. Was möchtest du wissen? Ich bin ein Freund von Lola. Sie hat mich gebeten, ihn für sie zu holen. Oh, warum hast du das nicht gleich gesagt? Du kannst dir den Schlüssel jederzeit nehmen. Danke. Ach, echt? Auf dem Namensschild steht Lola. Der Schlüssel mit Tür. Es passt. Ah, hallo Lola. Das gibt's ja nicht. Joseph King. Ist das lange her? Könnte nicht lang genug sein. Wie geht's, wie steht's? Oh, der Spruch. Wie geht's, wie steht's? Ja, steht ganz gut. Alles senkrecht. Wie geht's und wie steht's? Sehr gut, seit du aus meinem Leben verschwunden bist. Lola, ich brauche deine Hilfe. Ah, was gibt's sonst? Du siehst gut aus mit dem, was du da anhast. Mir zu schmeicheln bringt dich nicht weiter, King. Dank dir trotzdem. Ich muss es wissen. Bist du mit Anderson zusammen? Was? Das geht dich überhaupt nichts an. Als du aus dieser Tür gegangen bist, bist du auch aus meinem Leben gegangen. Glaubst du, dass wir nochmal zusammenkommen könnten? Wir könnten zusammen Schlittschuh laufen gehen, wenn die Hölle zufriert. Das ist aber böse. Ich meine es ernst. Kannst du mir helfen? Das kommt drauf an. Was willst du? Was willst du? Eine Fußmassage wäre jetzt ganz toll. Wenn du so weitermachst, bekommst du eine Gesichtsmassage. Und zwar mit einem Nudelholz.
Hilfst du mir, hier rauszukommen? Du erwartest, dass ich meinen Job riskiere, damit du flüchten kannst? Ja. Warum sollte ich dir helfen, Joe? Ich habe lange gebraucht, um zu vergessen, was du mir angetan hast. Sieh mal, es tut mir wirklich sehr leid, was in der Vergangenheit passiert ist. Es sollte dir leid tun. Bring mir ein Handtuch und ich sehe, was ich für dich tun kann. Danke, Lola. Du bist ein Schatz. Ja. Handtuch. Das lasse ich lieber hier. Behälter, vielleicht da Handtuch drin. Ich glaube nicht, dass ich das gebrauchen kann. Habe ich noch irgendwas, was ich nehmen kann? Teddy an. Prüfer. Teddy. Das ist ein ganz normal aussehender Teddybär. Moment mal. Mein Freund Sparky hatte genauso einen Teddy. Nee. Sparky. Das lasse ich lieber hier. Ui. Handschellen. Hoffentlich hat Lola keinen Ärger mit den Bullen. Wahrscheinlich nicht. Hey ho! Diese Lola ist schon eine feine Dame. Hey ho! Ich sehe mir lieber nicht Lolas persönliche Sachen an. Ich sehe mir lieber nicht Lolas persönliche Sachen an. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der hübscheste Pilot im ganzen Land? Foto. Es ist ein Foto von diesem Trottel Markham. Lola hatte sonst immer ein Foto von mir hier. Es ist zu. Es ist leer. Prima. Spiegel, Foto. Schublade. Toll. Jetzt weiß ich, wo mein Foto ist. Kumpel, ich kann mich ja auch benehmen. Geht nicht auf. Hey Kumpel, ich kann mich ja auch benehmen. Aber ich nicht. Ich kann mich leider nicht benehmen. Hier sind schickere Nummern als in der ersten Reihe beim Frank Sinatra Konzert. Ich glaube nicht, dass ich das gebrauchen kann. Dann. Geh halt da hoch. Ist eigentlich unser Kumpel immer noch drin? Naja. Der flattert immer noch in dem Heft. Tja, da kannst du gucken, wie du willst. Jetzt brechen wir mal alles auf. Wer hätte das gedacht? Ich habe gerade ein Handtuch gefunden.
Nur Handtücher und Bettwäsche. Nur Handtücher und Bettwäsche. Du hast nur ein Handtuch gefunden. Du hast das Handtuch gefunden. Wie bei South Park. Keine gute Idee. Ich könnte unnötigen Schaden anrichten. Wie bei South Park mit dem Handtuch. Das Handtuch. Handtuch. Scheint nicht zu funktionieren. Gib. Handtuch. Ja. Lola. Hier ist das Handtuch, Lola. Danke. So, du willst also hier raus. Ich habe da einen Plan. Einen Plan? Lass mich nachdenken. Aha, ich hab's. Was hast du? Du kannst dieses Kleid als Verkleidung benutzen. Hier. Vielen Dank. Weißt du, Lola, das werde ich dir nie vergessen. Ja, ja. Jetzt beeil dich lieber. Ich habe in 10 Minuten eine Vorstellung. Und ich bin noch nicht umgezogen. Okay, ich bin schon weg. Stimmt, habe ich's. Na gut, ich werde erstmal die Folge an der Stelle beenden. Wenn euch diese Folge gefallen hat und dieses Spiel vielleicht, eventuell, könnt ihr das Video gerne teilen und liken, auch kommentieren. Könnt eure Meinung sagen, die Meinung zu dem Spiel. Ja, Kanal abonnieren, wenn euch meine Videos gefallen. Mir vielleicht mal bei Discord mal einen Kommentar hinterlassen, mal da schreiben oder vorbeischauen. Twitter und Facebook könnt ihr auch mal vorbeigucken. Ja, in der nächsten Folge, keine Ahnung, versuchen wir aus diesem Hotel rauszukommen und zu unserem Kumpel Sparky zu kommen, damit wir, weiß nicht, zum Flugzeug kommen, schätze ich mal. Mal gucken. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss.